Also ich möchte euch eine Geschichte weitergeben, die mich gerade sehr bewegt. Die Geschichte geht so, war ein Ehepaar und der Mann ist viel im Wald spazieren gegangen, konnte abschalten und sich entspannen. Und dann hat er im Wald einen Freund gefunden und hat einen Bär gefunden und ist mit dem Bär viel unterwegs gewesen, viel Gutes erlebt. Und dann hat er eines Tages zu seiner Frau gesagt, morgen bringe ich den Bär mit nach Hause, dann lernst du auch mal kennen. Und dann ist die Frau in Hektik natürlich geraten, je, was muss ich da alles kochen und wie viel, dass der satt wird, dass der unsere Kinder noch zum Nachtisch verspeist. Am anderen Tag klopft es an der Tür, die Frau geht an die Tür, der Mann steht draußen mit dem Bär. Der stinkt. Hat sie reingebeten, die haben gegessen miteinander, hat alles gut geschmeckt. Der Bär hat entdeckt, dass die Menschen mit Messer und Gabel essen. Dann hat er gedacht, das muss ich auch probieren. Hat es probiert, natürlich entkonnt und hat sich sehr stark an seine Hand verletzt oder an seine Pfote. Sie haben dann alles desinfiziert und verbunden und als es dunkel war, ging der Bär wieder in seinen Wald. Andere Tag ist der Mann los und hat seinen Bär nicht gefunden. Tag für Tag hat er seinen Bär gesucht, 3 Wochen lang. Hat ihn nicht gefunden, hat sich schon Sorgen gemacht. Und dann sieht er ihn auf einmal am Horizont hinter. Hat er am Grufer, ist nachgesprungen und hat gesagt, bin so froh, dass ich dich gefunden habe. Ich habe gedacht, du lebst schon gar nicht mehr. Vielleicht hat sich deine Wunde entzündet und du hast Blutvergiftung gekriegt und bist gestorben und so. Ich bin so froh. Dann hat der Bär gesagt, welche Wunde meinst du denn? Ja, du an deiner Hand. Dann hat der Bär gesagt, die an meiner Hand, die ist nach ein paar Tagen wieder gut quer. Aber die in meiner Seele, die tut immer noch weh. Und die Seele hat gehört, der stinkt. Ja, wenn man so eine Geschichte hört, dann braucht man eigentlich nicht mehr viel. Das reicht eigentlich schon zum Nachdenken. Aber das ist eigentlich so ein Thema, diese Verletzungen, diese Worte, mit denen wir andere verletzen. Wir denken da vielleicht gar nicht oft so darüber nach, weil es uns auch nicht immer bewusst ist. Aber ich glaube, die meisten Verletzungen, die meiste Sünde, die wir da auch begehen, ist tatsächlich in den Worten, die wir sagen, die bei dem anderen tiefe Wunden hinterlassen. Und ich habe das nicht vorbereitet. Ich wusste nicht, dass Anne Rose diese Geschichte heute Abend erzählt und dachte, aber das passt hundertprozentig zu der Predigt, die ich jetzt halte. Und das Thema heute heißt, wie Gott uns leitet. Ich beginne mit dem Psalm 32. Ihr könnt es ja vielleicht mitlesen, wenn der Walter das an die Wand wirft da. Und es geht mir eigentlich darum, das zu verinnerlichen. Also nicht einfach nur so einen Psalm zu lesen oder so, sondern sich persönlich angesprochen zu fühlen mit den Worten. Weil der Psalmist, der das gesagt hat, der David, der hat ja auch was durchlebt, da kommen wir nachher noch drauf. Und ich glaube, irgendwie finden wir uns alle in diesen Worten wieder. Nicht jeden Tag und nicht zu jeder Zeit, aber in ganz bestimmten Situationen. Wohl dem, dessen Missetat vergeben, dessen Sünde getilgt ist. Das passt schon zu dieser Geschichte. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und in dessen Sinn nichts Falsches ist. Ich verstummte, es zerfielen meine Gebeine, da ich den ganzen Tag schrie. Denn schwer lag deine Hand auf mir Tag und Nacht, verdorrt war meine Lebenskraft in der Sommerglut. Meine Sünde habe ich dir gestanden und meine Schuld nicht verborgen. Ich sprach, bekennen will ich dem Herrn meine Missetat, und du vergabst mir die Schuld meiner Sünde.
Darum bete, jeder getreu zu dir in der Zeit der Not, wenn gewaltige Wasser strömen, ihn werden sie nicht erreichen. Du bist mir Schutz, vor Not bewahrst du mich, mit Jubelgesängen der Rettung umgibst du mich. Ich will dich lehren und dir den Weg weisen, den du gehen sollst. Ich will dir raten, mein Auge wacht über dir. Seid nicht wie ein Ross, wie ein Maultier ohne Verstand, nur mit Zaum und Zügel ist sein Ungestüm zu bändigen, sonst kommt es nicht zu dir. Zahlreich sind die Schmerzen des Frevlers, wer aber auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit Gnade. Freut euch des Herrn und frohlockt ihr Gerechten und jubelt alle, die ihr aufrichtigen Herzens seid. Wie Gott uns leitet, ist, glaube ich, ein hochinteressanter und spannender Vorgang. Das erste in diesem Psalm, was da angesprochen wird, ist die Schuld und die Sünde des Menschen. Und, was wir alle wissen, was wir auch alle schon mal gehört haben, mit Sünde kannst du deine Zukunft nicht bauen. Sünde führt immer ins Verderben. Nicht immer sofort, das ist ja das Problem, aber im Blick auf die Ewigkeit gesehen, hat Sünde überhaupt keine positive Prognose in unserem Leben. Und der Psalmbeter beginnt damit, dass er sagt, wohl dem, dessen Missetat vergeben, dessen Sünde getilgt ist. Aber die Frage ist ja, wie geschieht das? Das scheint ja kein Selbstläufer zu sein. David, der diesen Psalm geschrieben hat, hatte einiges durchgemacht. Ihm war seine Schuld klar vor Augen. Und wer von uns, der schon öfter im Gottesdienst war und sich mit der Bibel beschäftigt hat, wer von uns kennt diese Geschichte mit David und Bathseba nicht? Kennen wir alle. Und das, was mich immer fasziniert hat und was mich immer noch fasziniert, David war einer von dreien, die in der Bibel Jedidia genannt werden, nämlich Freund Gottes. Und wenn man die Geschichte vom David sieht, was der sich alles geleistet hat, dann muss man eigentlich sagen, also mit dem konnte Gott ja eigentlich nichts mit anfangen, mit diesen vielen Schweinereien, die der begangen hat. Aber das Geheimnis von David war genau das, was wir im Psalm 51 später mal gelesen haben oder was wir jetzt auch lesen können. Und einer dieser Kernsätze im Psalm 51 heißt, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Da läuft es mir kalten Rücken runter, wenn ich dieses Psalmwort bete oder wenn ich mich daran erinnere, weil ich denke, ja, ich bin auch nicht besser. Oder bist du besser? Die Frage ist, der David, der diesen Psalm geschrieben hatte, hatte, wie gesagt, einiges schon durchgemacht. Aber das Besondere war, ihm war seine Schuld klar vor Augen. Und nicht nur das, sie drückte ihn zu Boden. Er musste Qualen durchlitten haben. Und ich habe, als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich mich selber gefragt, sag mal, Jakobus, hast du schon mal Qualen durchlitten, weil du gesündigt hast? Und ich kann euch bekennen, ja, habe ich. Ich habe schon Qualen durchlitten. In dem Moment, wo mir meine Schuld, wo ich das auch nicht wieder gut machen konnte, wo ich das erkannt habe, habe ich furchtbar in den Seilen gehangen. Und ich hatte damals in England meinen Seelsorger, man gönnt sich ja sonst nichts, bin zweimal im Jahr nach London geflogen, zu diesem heiligen Mann für mich. Er war Franziskaner, also anglikanischer Franziskaner und war anglikanischer Priester. Und ein Mann voller Weisheit, voller Güte, voller Barmherzigkeit. Und ich wusste, zu ihm kann ich gehen mit meiner Schuld. Aber sie hat mich so runtergedrückt, sie hat mich so belastet, sie ist mir so schrecklich, sie hat mich innerlich zerrissen. Und dann bin ich da nach Ost-London gefahren und der Bernhard, der wohnte in so einem schmalen Haus mit den Brüdern dort und hat eine kleine Kapelle unten im Erdgeschoss. Und nach der Begrüßungszeremonie habe ich zu Bernhard gesagt, also ich muss jetzt erstmal beichten. Und dann sind wir, ja, da gesagt, okay, dann gehen wir jetzt in die Kapelle. Sind wir in die Kapelle gegangen und er hatte ja sein braunes Franziskanerkleidchen an. Und dann hat er sich immer so eine Stola da drum gelegt, das war dann ganz offiziell. Und dann haben wir uns beide da vor den Altar gekniet und dann habe ich meine Schuld bekannt. Da ist mir plötzlich Licht in die Seele gefallen. Alleine, dass ich
diese Worte aussprechen durfte, alleine, dass ich sagen durfte, was ich verkehrt gemacht habe. Und ich muss, soll ich euch ein Geheimnis erzählen? Ich weiß echt nicht mehr, worum es ging. Aber ich weiß, es hat mich furchtbar geplagt. Und dann sind wir, also wenn ich dann fertig war mit meiner Beichte, dann habe ich zu ihm gesagt, so Amen, ich, jetzt habe ich alles gesagt. Und dann sind wir auf, dann ist er aufgestanden, hat sich so hinter mich gestellt und hat mir seine Hände aufgelegt und hat mir im Namen Jesu meine Schuld vergeben, hat mir den Heiligen Geist zugesprochen. Und dann habe ich nochmal im Gebet gedankt und bin auch aufgestanden. Und dann stand er so vor mir, hat meine beiden Schultern so in die Hand genommen, hat mich so angeschaut und hat gesagt, so Jakobus, und jetzt kommt das Schwierigste. Da sind mir schon die Knie wieder weich geworden. Dann hat er gesagt, nun musst du dir auch vergeben. Wisst ihr, und das ist genau das, was der David gekonnt hat. Das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen diese Schuldvergebung. Wir brauchen diesen Mut, unsere Schuld zu bekennen. Es nutzt überhaupt nichts, wenn das alles nur in meinem Kopf darum kreist und ich weiß, dass ich ein Sünder bin, sondern das Geheimnis liegt darin, was wir in diesem Psalm lesen. Und wenn euch das auch eines Tages mal so geht, oder vielleicht ist es euch ja schon gegangen, oder vielleicht geht es dir gerade so, dass es dich zu Boden drückt. David musste Qualen durchlitten haben, sonst hätte er es nicht beten können. Ich verstummte, es zerfielen meine Gebeine, da ich den ganzen Tag schrie. Also das habe ich nicht gemacht. Denn schwer lag deine Hand auf mir Tag und Nacht. Verdorrt war meine Lebenskraft in der Sommerglut, wie in der Sommerglut. Ja, das ist wirklich so. Wenn dir plötzlich bewusst wird, dass du mit dem, was du dir geleistet hast und was du spürst, das ist Sünde, das ist Trennung von Gott, damit hast du dir die Ewigkeit, eigentlich ist die verloren gegangen, wenn du das nicht klärst. Und plötzlich wird es anders. Ich wünsche es jedem von uns, dass du es mal erlebst, dass deine Schuld dir solche Qualen bereitet, dass dir der Atem stockte und du gespürt hast, wie der Lebenssaft in dir versiegte. Es gibt viele tolle Geschichten. Also diese Geschichte von Anne Rose. Das ist ja nur so eine kleine Geschichte. Aber sie trifft doch genau den Kern, oder? Da sagt so eine Frau, ohne dass sie darüber nachdenkt, aber der stinkt. Und das trifft diesen Bär zutiefst in seiner Seele. Leute, damit können wir als Christen nicht auftreten. Das passt nicht zu unserem Lebensstil, das passt nicht zu unserer Gesinnung. Natürlich darf ich das riechen und darf das auch wahrnehmen, aber es ist immer die Frage, was ich sage. Es gibt eine tolle Geschichte von John Newton, den ihr vielleicht gar nicht kennt. Er fuhr mit seinem Vater zur See und er wurde für die Marine zwangsrekrutiert und dann wurde er schwer krank. Wahrscheinlich hatte er Malaria und dann ist er wieder an Land gegangen in Sierra Leone und hat seine Malaria auskuriert. Und das war wirklich eine schwere Krankheit. Es ist heute noch die schwerste Krankheit, die man haben kann. Daran sterben heute immer noch weit mehr Menschen als an allen anderen Krankheiten, an Malaria. Und dann, als er wieder gesund war, fuhr er wieder zur See und kam in einen mörderischen Sturm, in dem er so viel Angst hatte, dass er gemerkt hat, jetzt komme ich an das Ende meines Lebens und jetzt muss ich mich entscheiden, wo soll die Reise hingehen. Das wünsche ich nicht uns allen so. Aber wenn es zu dieser Situation kommt, dass du plötzlich merkst, jetzt stehe ich am Abgrund oder am Eingang der Ewigkeit und jetzt muss ich mich entscheiden. Und John Newton hat genau das getan, was richtig ist, was man tun sollte, wenn man das spürt. Da geht es nicht mehr um Beschönigung, da geht es nicht mehr um Nivellierung. Ah, die anderen sind auch so und das machen die anderen auch. Da bist du plötzlich ganz alleine mit dem, was in dir ist, vor Gott. Und da musst du bekennen, wohin die Reise gehen soll. Und John Newton hat genau das Richtige getan. Er hat gesagt, Herr Jesus, ich bin ein Sünder und ich übergebe dir mein Leben. Und ich werde mein Leben von nun an so gestalten, dass ich dir in allem, was ich tue, Ehre gebe. Und dann fuhr er trotzdem weiter zur See und er wurde sogar Kapitän auf einem Sklavenschiff. Und dann hat Gott ihn nochmal geschlagen und dann hat er wahrscheinlich einen Schlaganfall gekriegt und dann musste er wieder an Land gehen.
Aber er hat dann eines Tages, so wie wir auch den Willy Bunz kennen, gell, den haben wir ja schon mal gehabt, den Bibelraucher, ist er mit seiner Biografie ist er aufgetreten und hat den Leuten erzählt, worum es ging in seinem Leben und was Gott in seinem Leben bewirkt hat. Und das Tolle dabei war, dass durch seine Biografie William Wilberforce plötzlich auf diese schrecklichen Lebensumstände der Sklaverei gebracht wurde. Und er hat das, was der John Newton ihm erzählt hat und wie er diese Sklaven auf seinem Sklavenschiff erlebt hat und was er da als Entsetzliches durchlebt hat, das hat dieser Wilberforce genommen und hat gesagt, wir müssen etwas verändern. Und dann gehörte zum englischen Unterhaus und hat einen Antrag ins englische Unterhaus gebracht, dass man die Sklaverei abschaffen sollte. Aber keiner hat ihm gehört, weil diese Sklaverei war ja auch ein einträgliches Geschäft und die Sklaverei war natürlich auch toll, das waren viele Arbeiter. Wer sollte dann diese ganze Arbeit machen? Da hing ein ganzes System dran. Aber der Wilberforce und auch John Newton, die wussten, das, was da passiert ist, ist falsch. Und wenn wir sehen, dass etwas falsch ist, dann können wir nicht einfach nur weggucken und das nivellieren, sondern dann braucht es uns als Christen, die aufstehen und sagen, das Gott. Also wenn ich einen schwäbischen Satz kann, dann kann ich den. Das Gordede. Ich weiß, diese schwäbischen Nuancen, die spricht man ja überall ein bisschen anders. Aber das geht wirklich nicht. Und John Newton und Wilberforce haben das gemacht. Und 1807, nach 18 Jahren, hat 18 Jahre lang jedes Jahr diese Eingabe ans englische Unterhaus gemacht. Und nach 18 Jahren endlich wurde die Sklaverei abgeschafft. Nach einer 10-stündigen Debatte im Parlament war es dann klar, Sklavenhandel ist ab sofort verboten. John Newton wurde anglikanischer Priester und hat unzählige Lieder geschrieben. Das, was da in ihm geschlummert ist, stellt euch das mal vor, das, was an Gabe und Fähigkeit in ihm vorhanden war, das konnte, solange wie er in Sünde gelebt hat, nicht heraus. Das war eingeschlossen in einen Betonbunker. Und Gott musste ihm zweimal kräftig auf die Füße treten. Einmal mit Malaria, einmal mit einem Schlaganfall. Bis er es endlich kapiert hatte, das Gott hätte. Und dann hat er sich bereit erklärt und hat gesagt, ich gebe dir mein Leben, Jesus. Und ich werde dich ehren in allem, was ich tue. Und ich werde aufpassen, dass ich nicht wieder in so eine Situation hineinkomme, die mir das Leben nimmt, schon so lange, wie ich hier noch lebe. Und John Newton hat dann dieses wunderbare Lied geschrieben, Amazing Grazie, Amazing Grace, kennen wir alle, ein weltweites Lied. Und wie kam John Newton zu dieser Verwandlung von einem überaus sündhaften Lebensstil zu einem gesegneten Mann Gottes? Er hat genau das getan, was David tat und was Abermillionen Menschen und Männer und Frauen auch getan haben. Und da heißt es in dem Psalm, meine Sünde habe ich dir gestanden und meine Schuld nicht verborgen. Ich sprach, bekennen will ich dem Herrn meine Missetaten und du vergabst mir meine Sünde. Ich habe mich gefragt, als ich diese Predigt vorbereitet habe, sag mal Jakobus, warum predigst du eigentlich schon wieder über Sünde und Vergebung? Ich bin vom Heiligen Geist getrieben worden. Ich denke, das brauchen wir. Es tut mir wirklich in der Seele leid, dass ich so viele Christen kenne, die nicht ihre Schuld bekennen. Dass ich so viele Christen kenne, die noch niemals auf die Idee gekommen sind, mal die Sünde oder ihre Schuld bei Namen zu nennen. Ich habe das bestimmt schon mal erzählt, weil das immer wieder ein Thema ist, was mich bewegt. Als ich anfing mit meiner seelsorgerlichen Arbeit, 20 Jahre lang habe ich bestimmt Männer und Frauen bei mir gehabt, die nur gebeichtet haben. Die sind gekommen und haben gesagt, ich will meine Schuld bekennen und ich will das loswerden. Und dann haben wir uns zusammen hingesetzt oder hingekniet, je nachdem. Und dann haben sie ihre Schuld bekannt. Und das ist genau das Geheimnis. Das ist auch das, was David getan hat. Er hat die Schuld beim Namen genannt. Es nutzt uns nichts. Gott weiß es, dass du ein Sünder bist. Auch wenn du 80 bist, oder? Oder 68 oder 69. Das weiß Gott. Der weiß es auch mit mir als 75-Jähriger. Das weiß er.
Aber die Befreiung liegt nicht da drin, dass du sagst, hey, ich bin ein Sünder. Dann freut sich Gott wahrscheinlich, dass er dann wenigstens hat das begriffen. Nein, die Befreiung liegt da drin, dass ich meine Sünde bekenne. So steht es in 1. Johannes 1, Vers 9. So ich meine Sünde bekenne, so ist er treu und gerecht, dass er mich von aller Untugend reinigt. Das bedeutet, die Sünde, die Schuld beim Namen nennen, das befreit. Natürlich brauchst du keinen Seelsorger, du brauchst auch keinen Priester oder irgend sowas, brauchst du alles nicht. Davon steht nichts in der Bibel. Aber manchmal hilft es, dass da einer ist, der dir zuhört, der dir die Hände auflegt, der dir im Namen Jesu deine Schuld vergibt und der dich segnet mit dem Heiligen Geist. Manchmal hilft das. Aber wenn du keinen hast, macht nichts, dann geh und bekenne das vor Gott. Und du wirst merken, in dem Moment, wo du deine Schuld bekennst, ist er treu und gerecht. Das muss man immer wieder neu begreifen in unserem Leben und wissen, dass nur das wirklich Wirkung zeigt, wenn ich die Dinge beim Namen nenne. Das ist der Weg der Vergebung, dass ich meine Schuld erkenne und bereue. Und ich bin mir ganz sicher, dass viele von euch nicht wissen, was der Steg ist. Der Steg der Geige. Wisst ihr das? Der Steg der Geige, das ist dieses kleine Stückchen Holz, was sozusagen unter, auch bei der Gitarre, nee, da ist es anders. Aber bei der Geige hast du diesen Steg, wo die Saiten drüber laufen. Und dieser Steg, der ist perfekt. Den kann man nicht mehr verändern. Und ich weiß nicht, ob 1600 ungrad der Armani diesen Steg geschaffen hat, dass er so perfekt ist, oder Stradivari im 19. Jahrhundert. Aber dieser Steg ist perfekt. Und der ist auch nicht fest, sondern der ist locker unter diesen Saiten. Und nur mit diesem Steg werden die Töne so perfekt wiedergegeben, wie sich der Geigenspieler das wünscht. Natürlich muss der da noch drücken und machen und auch fädeln und so, aber der Steg ist so perfekt. Und der Gedanke kam mir, als ich über Schuld und Sünde nachgedacht habe. Warum sage ich das? Es gibt im Leben Dinge, die kann man variieren. Den Steg kann man nicht variieren. Man kann nicht sagen, oh, der gefällt mir nicht, ich mache jetzt einen anderen. Dann kannst du nicht mehr geigen. Da kannst du auch geigen, aber kommen keine schönen Töne raus. Und sie tun ihren Dienst in jeder erdenklichen Form, wenn sie perfekt sind. Aber es gibt auch Dinge, die sind fertig, so wie sie sind, eben wie dieser Steg. Und jede noch so kleine Veränderung machen sie nutzlos. Und dazu gehört eben auch dieser Steg der Geige. Und mit der Schuld und der Vergebung ist es wie mit dem Steg der Geige. Schuld ist Schuld und Vergebung ist Vergebung. David wusste das scheinbar auch und er wusste, was er zu tun hatte. Und dann sagt er, meine Sünde habe ich dir gestanden und meine Schuld nicht verborgen. Ich sprach, bekennen will ich dem Herrn meine Missetat und du vergabst mir meine Schuld und meine Sünde. Ich kann mich jetzt gerade in diesem Moment daran erinnern, da war ich noch in Gnadental, da war ich noch Bruder. Aber da war ich auch ja sehr intensiv in der Seelsorge beschäftigt und ich hatte jemanden zur Beichte. Das heißt, der hatte sein Leben Jesus übergeben und das war wirklich ein ganz schlimmer. Also der hatte auch einen Mord auf dem Gewissen und das war für mich damals, dachte ich, gibt es sowas überhaupt? Aber der hatte so ein Bedürfnis, diese ganze Last von seinem Leben loszuwerden. Und dann sind wir da in diesem kleinen Raum gewesen und er hat sich losgesagt vom Teufel und all seinen Helfeshelfern. Und in diesem Moment kam eine Wolke von Schwefel in dieses Zimmer hinein. Da dachte ich, naja, jetzt ist der Teufel aber wirklich los. Dann habe ich das Fenster aufgemacht, dass da wieder frische Luft reinkam. Und er hat sein ganzes Leben vor Gott hingelegt und hat gesagt, ich bin bereit, für alles aufzukommen, wofür ich aufzukommen habe. Und dann war der Mann frei. Und als er dann frei war, hatte ich plötzlich jemand anderes in diesem Raum sitzen. Er war total verändert.
Seine Augen leuchteten plötzlich. Seine Haut war anders geworden. Die ganze Ausstrahlung von ihm, die hat mir gut getan, habe ich gemerkt. Jetzt erlebe ich, dass ein Mensch wirklich frei ist, weil Gott ihn frei gemacht hat. Und das alles nur deswegen, weil er erkannt hat, wie der John Newton oder vielleicht auch wie der Wilhelm Bunz oder vielleicht wie du selber, dass du plötzlich gemerkt hast, Sünde hat keine Prognose für die Ewigkeit. Mit Sünde kann ich nicht leben. Mit Sünde kann ich auch nicht glücklich werden und froh werden. Das war's. Meine Sünde habe ich dir gestanden und meine Schuld nicht verborgen. Ich sprach, bekennen will ich dem Herrn meine Missetat und du vergabst mir die Schuld meiner Sünde. Und dann kann man sagen, das war's. Und wie es bei David üblich war, hatte er sogleich seine Mitmenschen im Auge. David schaute nicht lange auf sich selber und hat dann noch gejammert und was er für ein elendiger Knabe sei. Nein, David hat das, was er bekannt hat, hinter sich gelassen und gebetet. Darum bete jeder Getreue zu dir in der Zeit der Not. Wenn gewaltige Wasser strömen, ihn werden sie nicht erreichen. Du bist mir Schutz vor Not, bewahrst mich, mit Jubelgesängen der Rettung umgibst du mich. Und dann ganz plötzlich geschieht etwas Bemerkenswertes in seinem Gebet. Plötzlich betet David gar nicht mehr, sondern Gott spricht zu ihm. Ich will dich lehren und dir den Weg weisen, den du gehen sollst. Ich will dir raten und mein Auge wacht über dir. Das können wir alle auch selber erleben. Das ist etwas Wunderbares. Und als der Freddy vorhin erzählt hat, dass er diese Bilder sieht beim Gebet, ich kenne das auch. Und dann weiß ich, dann spricht Gott plötzlich in dein Leben hinein und du musst da gar nicht drüber nachdenken, ist das jetzt von Gott oder nicht? Das weißt du einfach. Ich kann euch garantieren, wenn du nicht weißt, wie Gott redet, rede mit ihm. Und sag, Herr, rede du mit mir. Mach du dich bemerkbar in meinem Leben. Und die beste Möglichkeit, um dahin zu kommen, ist tatsächlich, dass du bekennst, dass du ein Schuldiger bist und dass du den Mut hast, deine Schuld vor Gott zu bekennen. Und dann wird Gott dir sagen, ich will dich lehren. Und das ist die Voraussetzung. Also der David hat die Voraussetzung gekannt, er hat gewusst, ich muss erstmal klar Schiff machen in meinem eigenen Leben. Und er hat Tabula Rasa gemacht. John Newton hat Tabula Rasa gemacht. Willy Bunz hat Tabula Rasa gemacht. Das ist genau das Geheimnis. Und plötzlich wird das Leben ganz anders. Und dann redet Gott und sagt, ich will dich lehren und dir den Weg weisen, den du gehen sollst. Ich will dir raten und dich mit meinem Auge leiten. Und mein Auge wacht über dir. Das ist eine Verheißung für all jene, die aus der Vergebung leben. Und was in diesem Psalm nicht erwähnt wird, das ist der Opferritus der Juden. Schuld, das wusste David auch, kann nur durch Blutvergießen vergeben werden. Das war Gottes Plan. Die Juden konnten nicht einfach nur sagen, mir ist meine Schuld vergeben, sondern sie mussten opfern. Und es waren ja, wenn man das mal liest im Alten Testament, das waren ja unzählige von Tieren, die da geopfert werden mussten. Das wäre heute überhaupt nicht mehr möglich. Wir sind 8 Milliarden Menschen auf der Welt, stellt euch mal vor, die müssten alle ein Rind opfern. Wo willst du die alle herholen? Und ich will nicht sagen, dass Gott wusste, dass das ökonomisch nicht möglich war. Aber Gott hat plötzlich Leid gesehen, hat unser Leid gesehen und hat gesagt, ich muss da was verändern. Und Gott hat es verändert. Und darum ist Jesus gekommen und hat gesagt, okay, ich bin das Opferlamm. Und über mich kommt jeder zum Vater. Du musst selber kein Tier mehr opfern. Kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich habe dieses Opfer für euch getan. Ich habe mich geopfert. Ich habe das Blut für dich vergossen, damit du frei bist. Und dann bleibt eigentlich nichts mehr anderes übrig. Gott hat das Elend der Menschen gesehen und hat uns dieses Opferlamm, was wir an Ostern, im Karfreitag und am Tag der Auferstehung feiern, dass wir den Weg zum Vater frei haben. Mit der Zusage, dass Gott dir dann sagt, ich will dich lehren und dir den Weg weisen, den du gehen sollst. Ich will dir raten und mein Auge wacht über dir. Und das ist doch das, was wir uns wünschen, oder? Dass wir die Wege Gottes erkennen und dass wir diesen Weg gehen dürfen.
Gott schaut uns an und sagt, das ist das Ende. Seid nicht wie ein Ross, wie ein Maultier ohne Verstand und nur mit Zaum und Zügel ist dein Ungestüm zu bändigen, sonst kommt es nicht zu dir. Zahlreich sind die Schmerzen des Frevlers, wer aber auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit Gnade. Aber was meint Gott, wenn er uns sagt, wir sollen nicht wie ein Pferd oder ein Maultier, das ohne Verstand ist, leben? Gott sagt es uns an diesem Abend. Setz dein Gehirn ein. Denk, dafür hast du diese grauen Gehirnwendungen. Setz dein Gehirn in Gang und höre, was Gott dir sagen will. Er will dich mit seinen Augen leiten und dir den Weg weisen, den du gehen sollst. Erst dann, aber dann auch in der ganzen Fülle, wenn du auf den Herrn vertraust, umgibt er dich mit seiner Gnade. Freue dich des Herrn und frohlocke, du Gerechter, und juble mit allen, die aufrichtigen Herzens sind. Dieses Bekenntnis ist zu dem weltweit so bekannten Lied geworden, was John Newton für uns geschrieben hat. Und das hören wir jetzt. Thank you.